Die Geschichte und Herkunft des Phönix erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir uns ausgiebig mit dem Phönix beschäftigen, mit einem mythischen Wesen, das in zahlreichen Kulturen und Werken der Literatur eine wichtige Rolle spielt. Wir beginnen mit einer Reise durch verschiedene Kulturen und betrachten die Ursprünge des Phönix in der Mythologie. Von der ägyptischen Mythologie über die griechische und römische Kultur bis hin zur asiatischen Überlieferung. Der Phönix erscheint in unterschiedlichsten Formen, aber immer als ein Wesen der Erneuerung und der Unsterblichkeit. Beginnen wir mit der mythischen Bedeutung des Phönix. In vielen Kulturen und Religionen steht der Phönix symbolisch für die Ideen von Tod, Wiedergeburt, Erneuerung und Unsterblichkeit. Der Mythos des Phönix, der aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht, wird oft als Metapher für die menschliche Fähigkeit zur Veränderung und zur Überwindung von Schwierigkeiten interpretiert. In den Harry Potter Büchern spielen Phönix eine wichtige Rolle bei der Veränderung von Themen wie Opfer, Treue und Hoffnung. Ihre Wiedergeburtsfähigkeit und heilenden Tränen symbolisieren die Idee, dass das Gute und die Liebe immer wieder auferstehen können, selbst in den dunkelsten aller Zeiten. Machen wir weiter mit dem Phönix in der Literatur. Von den alten Schriften bis hin zu modernen Romanen und Gedichten finden wir den Phönix als wiederkehrendes Motiv in der Literatur. Wir betrachten berühmte literarische Werke, in denen der Phönix eine bedeutende Rolle spielt und wie er das Symbol für Wiedergeburt und Hoffnung widerspiegelt. Die Phönixe sind wunderschöne und majestätische Kreaturen, die in der Zaubererwelt von Harry Potter eine wichtige Rolle spielen. Sie sind große Vögel mit leuchtendem roten Gefieder und goldenen Federn, die in der Sonne glänzen. Einer der berühmtesten Phönixe ist Fox, der dem Schulleiter von Hogwarts, Albus Dumbledore, gehörte. Kommen wir nun zur Herkunft und Lebensweise der Phönixe. Phönixe sind wie schon gesagt mythische Geschöpfe, die in vielen alten Kulturen und Legenden vorkommen. Aber in der Zaubererwelt von Harry Potter stammen Phönixe ursprünglich aus Arabien und gelten als äußerst seltene Kreaturen. Sie sind in der Regel Einzelgänger und meiden den Kontakt zu Menschen, außer sie führen eine starke Verbindung zu einem bestimmten Zauberer. In der magischen Welt von Harry Potter spielt der Phönix eine besondere Rolle. Wir lernen Fox, den treuen Begleiter von Albus Dumbledore, kennen und erkunden die Fähigkeiten und Eigenschaften der Phönixe in J.K. Rowlings Zaubererwelt. Ihre Fähigkeit, sich selbst zu verbrennen und wieder aufleben zu lassen, verleiht ihnen eine einzigartige Magie. Phönixe sind nicht nur magische Geschöpfe, sondern auch starke Symbole in der Zaubererwelt. Sie stehen für Auferstehung, Hoffnung und Reinheit. Ihre Präsenz und ihr Erscheinen sind oft mit wichtigen Ereignissen oder Wendepunkten in der Geschichte verbunden. In den Harry Potter Büchern und Filmen spielt Fox auch eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung der Hauptfiguren, insbesondere von Harry Potter im Kampf gegen das Böse. Seine Präsenz und sein Engagement für das Gute bieten Trost und Ermutigung für die Helden in ihren schwierigsten Zeiten. Kommen wir nun zu der wichtigen Beziehung zwischen Phönix und Zauberer. Die Verbindung zwischen einem Phönix und seinem Zauberer ist tief und bedeutungsvoll. Ein Phönix wählt normalerweise nur einen bestimmten Zauberer aus als seinen Begleiter und bleibt diesem treu. Wenn der Zauberer stirbt, sucht der Phönix sich einen neuen Zauberer aus, dem er sich anschließt. Die Beziehung zwischen einem Phönix und seinem Zauberer ist von Liebe, Loyalität und Vertrauen geprägt. Eine Verbindung, die in Harry Potter zwischen einem Phönix und einem Zauberer heraussticht, ist die zwischen Dumbledore und Fox. Und diese Verbindung besteht aus einigen einfachen Gründen. Der erste Grund ist das Symbol für Weisheit und Führung. Phönixe gelten als weise und mächtig. Dumbledore als Schulleiter von Hogwarts und einer der mächtigsten Zauberer seiner Zeit verkörpert diese Weisheit und Führungsqualitäten. Fox steht symbolisch für Dumbledores Klugheit und Stärke als Leiter der Schule. Der zweite Grund ist Loyalität und Vertrauen. Fox ist Dumbledore immer treu ergeben. Diese starke Bindung zwischen den beiden symbolisiert das Vertrauen und die Loyalität, die Dumbledore als Charakter auszeichnet. Als dritten Grund haben wir Wiedergeburt und Hoffnung. Die Fähigkeit des Phönix, aus seiner eigenen Asche wiedergeboren zu werden, spiegelt die Idee der Hoffnung und des Neuanfangs wider. Diese Thematik wird auch in Dumbledores Leben präsent, besonders in Bezug auf seine Vergangenheit und seine Bemühungen, Fehler aus der Vergangenheit wieder gut zu machen und sich weiterzuentwickeln. Und als letzten Grund haben wir Schutz und Hilfe. Fox tritt mehrmals in der Geschichte auf, um Dumbledore oder andere Charaktere zu retten, wenn sie in Gefahr sind. Seine Fähigkeit, heilende Tränen zu haben, wird auch in kritischen Momenten genutzt, um Verletzungen zu heilen. Dies zeigt, dass Fox nicht nur ein Begleiter ist, sondern auch ein mächtiger Verbündeter in Dumbledores Kampf gegen das Böse.
Kommen wir zu einem weiteren Aspekt, den Phönixfedern, die als Zauberstabkerne genutzt werden. Wir sehen, wie mächtig und begehrt diese Federn in der Zaubererwelt sind und wie sie die Zaubersprüche ihrer Zauberer verstärken und beeinflussen. Die Zauberstäbe mit Phönixfedern sind die begehrtesten in der Zaubererwelt und sowohl Harry Potter als auch Lord Voldemorts Zauberstab haben diesen Kern. Jetzt kommen wir einmal zu den magischen Fähigkeiten, die der Phönix besitzt. Phönixe verfügen über erstaunliche magische Fähigkeiten, die sie zu außergewöhnlichen Wesen machen. Phönixe haben die Fähigkeit zu fliegen und sind dabei so schnell, dass sie für das menschliche Auge kaum wahrnehmbar sind. Die bemerkenswerteste Eigenschaft der Phönixe ist ihre einzigartige Fähigkeit der Wiedergeburt. Wenn ein Phönix stirbt, verbrennt er in einem spektakulären Feuer und wird zu Asche. Aus dieser Asche entsteht jedoch ein neuer Phönix, der aus seiner eigenen Asche wieder aufersteht. Dieser Prozess symbolisiert den Kreislauf des Lebens, Tod und Wiedergeburt und verleiht den Phönixen eine Art Unsterblichkeit. Neben ihrer beeindruckenden Fähigkeit zur Wiedergeburt sind Phönixe auch für ihre heilenden Tränen bekannt. Wenn ein Phönix weint, haben seine Tränen eine erstaunliche heilende Wirkung. Sie können selbst die schlimmsten Wunden und Verletzungen heilen. In den Büchern wird gezeigt, wie Fogg seine heilenden Tränen einsetzt, um Harry Potter und seinen Freunden in Zeiten großer Not beizustehen. Eine weitere Fähigkeit ist ihr Gesang. Die Stimme eines Phönix ist von besonderer Bedeutung. Ihr Gesang ist bekannt für seine Schönheit und Magie. Es wird gesagt, dass der Gesang eines Phönixes so beruhigend und tröstend ist, dass er alle, die ihn hören, in einen Zustand der Ruhe versetzt. Der Gesang von Fox wird in den Büchern als ein Zeichen der Hoffnung und des Trostes in schwierigen Zeiten beschrieben. Nun Zeit für ein kleines Fazit. Die Phönixe im Harry Potter Universum sind faszinierende und mächtige Kreaturen, die mit ihrer Schönheit, Magie und Symbolik die Fantasiewelt von J.K. Rowling bereichern. Seine Eigenschaften der Erneuerung und Unsterblichkeit machen ihn zu einem kraftvollen und inspirierenden Motiv für Geschichten und Kreativität. Ihre enge Verbindung zu den Zauberern, ihre einzigartige Fähigkeit und ihre mythische Bedeutung machen sie zu unvergesslichen Wesen, die die Herzen der Fans auf der ganzen Welt erobert haben. Und das war's auch schon mit diesem Video. Falls du Fragen, neue Videoideen oder Kritik hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.